Herzlich willkommen hier in der nächsten Folge von Anno 2205 mit einem leider etwas ungewöhnlichen und etwas negativen Intro-Video. Denn leider ist mir in dieser Aufnahme, ein Missgeschick passiert, denn ich habe nicht wirklich aufgenommen. Ich habe eine Mission gestartet und bin dort sogar relativ erfolgreich gewesen. Wir haben eigentlich so relativ viel geschafft. Das Dumme ist nur leider, dass beim Druck auf die Aufnahmetaste Fraps scheinbar abgestürzt ist, ohne dass ich es mitbekommen habe. Daher habe ich nur diese Audiospur, sowas wie ich sie jetzt auch gerade reinquatsche, lediglich die Audiospur von meinem Mikro und ansonsten gar nichts. Kein Video, keine Ingame-Sounds, kein Nix. Ich werde das Ganze mit einem Screenshot und der Audiospur dennoch hochladen, ansonsten hätte ich nämlich nichts zum Hochladen und die Folgen würden einfach ausfallen. Ich weiß, es ist ziemlich schrecklich und ich glaube kaum, dass sich das irgendjemand antun möchte. Ich glaube nicht, dass es wirklich unterhaltsam ist. Für die, die es trotzdem tun wollen, im Anschluss natürlich jetzt hier das Video mit Screenshot und Audiospur. Tut mir furchtbar leid, es geht dann beim nächsten Mal weiter und ich hoffe, es war nicht zu schrecklich. Bis dahin wünsche ich dann jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge von Anno 2205. Leider habe ich gerade durch eine kleine winzige Unterbrechung gemacht habe zwischen den Folgen. Jetzt irgendwie das Problem, dass die angefangene Mission anscheinend wieder von vorne beginnt. Ich weiß es nicht genau, ob wir jetzt wieder reingeladen haben und jetzt wieder da weitermachen, wo wir waren, denn wie es aussieht, haben wir unser Magnetit noch. Oder ob wir wirklich von ganz vorne anfangen. Das werden wir jetzt erst sehen. Ich klicke jetzt einmal drauf und guck mal, was passiert. Außer einem schwarzen Monitor im Moment erstmal nicht viel. Okay, ganz klasse. Das sieht so aus, als würden wir neu anfangen. Ich warte es ja mal ab. Wie gesagt, ich bin einmal kurz rausgetappt, habe das Spiel neu geladen und habe gedacht, ja, geht ja eh da weiter, wo du letztes Mal aufgehört hast. Aber nein. So, naja, nachdem wir ja mal einmal wieder einen relativ guten Start hatten, musste das jetzt natürlich irgendwie in irgendeiner Form so kommen. Nein. So, der Abstand reicht völlig. Du fährst nicht näher daran. So. Wir hatten ja jetzt mal einmal wieder einen halbwegs guten Start, haben halbwegs alles kaputt gekriegt. Ja, natürlich. Schönes Ding. Sieht uns natürlich sofort das Schiff, ist klar. Das Türmchen. Ich weiß nicht, warum unsere Schiffe so nah da ranfahren, was der Quatsch soll, aber sie machen's halt. Legen uns mal dahin. Werden wahrscheinlich gesehen. Wurden wir. Die ziehen sich bitte zurück. Der prescht vor und schmeißt sich da rein. Wo ist die Warte? Warte, Warte. Wo ist das Ding? Haben wir keine? Ist doch irgendwo einer dabei, der heilt. Und ihr dürft jetzt übrigens auch ruhig wieder mit drauf schießen. So ist das nicht, ne? Jetzt konzentriert doch mal das Feuer auf das Schiff, was eh schon kaputt ist. So. Das zieht sich da jetzt mal raus. Das ist schon sehr angeschlagen, das Flaggschiff. Das wollen wir ja nicht verlieren. Und erledigt. So. Jetzt aber. Dann könnte das Schiffchen und das andere, was dazugehört, sich mal eben um die Türme kümmern. Möglichst ohne Verluste und ohne getroffen zu werden. Das wäre sehr schön. So. Und ich habe schon wieder keine Schiffsupgrades gekauft, weil ich eigentlich ja dachte, wir sind noch mitten in einer Mission. Konnte ja nicht riechen, dass sich das auf einmal wieder selbst beendet. Können wir mal diesen Quatsch hier ausblenden? So. Jetzt kommen gleich garantiert wieder U-Boote, das war doch klar. Zurück. Flotte zusammen. So, das war zwar jetzt ein leichter Overkill, ich weiß, aber ich wollte jetzt nicht riskieren, hier noch ein Schiff zu verlieren. Deswegen einfach drauf. Magnetit und Graphen nehmen wir natürlich mit. Dann schießen wir das mal eben in den Boden. Die Flotte da holen wir uns natürlich auch.
Natürlich. Haben wir eine Warta? Nein, eine Hunter, aber keine Warta. Das ist gut. Erstmal verstärken und alles andere wegschießen als erstes. Holen wir uns noch eine Hilfsflotte dazu. So, das sollte jetzt aber relativ schnell sein, ne? Ja, sehr gut. Erledigt. Treibstoff müssten wir langsam mal wieder ein bisschen einsammeln. Da liegt welcher. Da kommen wir aber im Moment nicht so gut dran. Da liegt auch welcher. Und da gehe ich gerade mit dem Schiff jetzt bestimmt nicht hin, weil sonst haben wir gleich das Problem, dass es kaputt ist. Virgil, geh mir nicht auf die Nerven. Es lässt sich alles wieder aufbauen, wenn man es will. Alles eine Frage des Materials und der Zeit. Da liegen noch zweimal Raketenbeschuss, die müssen wir uns auch noch holen. Und reparieren können wir einmal, das ist sehr schön. Einmal durchreparieren. Jetzt haben wir zwar keinen Treibstoff mehr, aber das ist erstmal wurscht, denn jetzt können wir wieder in Ruhe einmal alles hier angreifen. Wir haben wieder volle Energie sozusagen. Dann werden wir uns mal einmal um die da kümmern müssen. Wer beschießt uns denn? Die da etwa? Das war ja jetzt niedlich. Was wollten die denn von uns? Das ist aber schön, dass wir hier jetzt gerade alles so schön kaputt gemacht haben. So, jetzt haben wir hier die Menge Hilfsflotten, die hier rumschwimmen. Das heißt, wir wallern mal ein bisschen. Aber wir haben einfach mal mit allem, was wir an Hilfsflotten haben, hier um uns geworfen. Können wir mal in der Zwischenzeit hier alles wieder einsammeln. Da liegt noch mehr Treibstoff. Den hätte ich natürlich auch gerne. Und da unten haben wir noch zwei Raketenbeschuss und drei Raketenbeschuss. Ach du Scheiße. Und da noch Treibstoff und Magnetitlager und alles Mögliche. Oh Mann. Dann hätte ich gerne mal ein Schiff, damit ich da oben schießen kann, hier in Schussweite. Und der Rest kommt mit. Dann holen wir uns einmal das Magnetitlager und die Flotte hier unten. Der Überraschungsangriff scheint ganz gut funktioniert zu haben. Wo ist die Warta? Da ist die Warta. Die kriegt jetzt erstmal. Oh, eine Werft. Müssen wir gleich einmal reparieren, das ist klar, aber jetzt wird erstmal zerstört. Finde ich gut. Feuerwerk hört sich super an. Du kannst mich mal, du blöde Suizidkapsel. Alles mitnehmen. Hier ist noch ein Graphenlager, da liegt noch ein Magnetitlager. Das holen wir uns natürlich alles weg. Können wir alles ganz gut gebrauchen. Zum Glück ist da ja nichts drin. Das ist ja das Blöde. In den Graphendingern ist relativ viel drin, aber in den blöden Magnetitlagern, da ist so gut wie nichts drin. Das ist ein bisschen blöd. Wie viel waren das jetzt? 11 Stück? Na, immerhin. Das waren ja sogar mal relativ viele.
So, wo ist denn der andere Kahn? Da. Kümmern wir uns gleich drum, dass das wegkommt. Du kannst mal den Treibstoff da abholen, geht gerade nicht. Oh, das nächste große Schiff, das müssen wir uns ja auch gleich noch höhlen. Höhlen holen. Wo ist mein kleines? Das sammelt jetzt hier bitte erstmal ein. Das da. Und hier unten haben wir auch noch Raketenbeschuss. Den hätte ich gerne. Mindestens die zwei. Hehehe, da haben wir doch wieder schön aufgeräumt. So, dann darf das Schiff wieder dahin und das dahin feuern. Und wir haben hier noch zwei Sonderaufträge, die aussehen wie folgt. Blackbox an Land, ja, die nehmen wir. Und du willst was von uns? Benutzen Sie Reparaturdrohnen viermal. Cool. Kriegen wir hin. Und du möchtest was? Unterstützungsflotten, ja, kannst du haben. Müssen wir dir nur liefern. So, die liegen in Schutt und Asche. Gut, dann die Petrochemikalien bitte, die hätte ich auch gerne. Dann lasse ich eins von den kleinen Schiffen mal hier. Das wohnt jetzt hier und sammelt dann schön den Treibstoff ein, wenn wir ihn gleich benutzen können. Weil im Moment haben wir ja unser Treibstofflager relativ voll. So, auch erledigt. Halt, da liegt Magnetit, das hätte ich gerne, so. Da liegt auch noch ein Raketenbeschuss, den können wir uns natürlich auch nochmal eben gönnen. Und Graphen sowieso, und da liegt auch noch alles Mögliche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nehmen wir natürlich trotzdem alles mit, können wir ja nicht hier liegen lassen, das wird ja noch schlecht. Da bleibst du mal erstmal, und ihr, genau ihr, dahin. Dann müssen wir uns noch den Weg zum Jorgensen freischießen hier. Da oben ist noch eine Werft, die müssen wir uns auch noch freiholen. Dann fahren wir mal hier hin und holen uns erstmal da das Türmchen. Na. Die beiden kümmern sich da drum. Dann habe ich hier hinten den Raketenbeschuss sammeln wollen. Dann kann das Schiff nämlich wieder zu uns stoßen. Wieso schießt der wieder zurück? Das ist ein Sch... Achso. Schieß zurück. Wo auch immer das eine Schiffchen herkam. Dann einmal da drum kümmern, bitte. Wenn das fertig ist, holen wir uns das Türmchen. Dann können wir uns die noch holen, wenn es nötig ist. Aber vor allem die Werft müssen wir uns holen und den Turm gleich mit. Ist erledigt. Auf dem Weg dahin. So, die Werft ist auch erledigt. Haben wir hier sonst noch was? Da schmeißen wir mal einmal das und das rein. Und können aus der Entfernung draufballern und dann kommt die Flotte. Oh, eine Warta. Wo ist sie? Da ist die Warta. Die hätte ich gerne im Target.
Zerstört diese verdammte Warte. So. Das hat sich jetzt erledigt mit dem Heilen. Weg mit euch, weg mit euch. So, jetzt hier drauf. Reparaturen durchgeführt. Finden Sie Blackbox, das ist klar. Und einmal müssen wir noch Reparatur drohen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann können wir da einmal im Fahrzeug abliefern und uns wahrscheinlich wieder von einem U-Boot angreifen lassen. Oh, hallo. Wir haben gerade nichts zum Abliefern. Das müssten wir erst einsammeln. Aber wir könnten uns natürlich auch mal einmal hier ins Getümmel stürzen. Haben wir irgendwo wieder eine Warte? Nee, ne? Nö, wir halten einfach drauf. Gegen uns hast du keine Schnitte. Jetzt stirb halt. Eine Unterstützungsflotte. Ach, das ist aber nett, dass du uns die droppst. Die brauchten wir ja gerade. Da einmal das Graphen noch zerstören. Da kommt noch eine Flotte, die kann gleich mal Besuch abkriegen. Na, ich krieg das nicht gebacken. So, jetzt die beiden wollte ich nur markieren. Die können sich da mal drum kümmern gehen. Und der Rest der Flotte hat hier hinten eigentlich schon gar nicht mehr viel zu machen. Außer die beiden zerstören. Ja, wir müssen wieder reparieren, aber ich gebe gerade nicht so viel drum, dass wir keinen Schaden kriegen, weil wir haben eh so viel Treibstoff. Ich könnte eigentlich auch Schilde spammen, aber pff. Reparieren wir einmal durch, sammeln dann hier alles ein. Die könnten bitte nochmal dahin fahren. Vielleicht kriegen sie ja da nochmal Damage. Ich glaube aber nicht auf die Distanz. Ja, wo fährst du denn hin? Hallo, wo fährst du denn hin? Boah, ey, das glaube ich doch nicht. Wo fährt das Schiff denn hin? Na, ist ja jetzt auch egal. Jetzt haben wir sie eh alle auf einem Fleck. Und alles erledigt. Dann haben wir hier noch Treibstoff zum Einsammeln. Da oben noch Graphen. Und dann haben wir hier eigentlich alles soweit, bis auf den Treibstoff, der hier noch rumliegt, erledigt. Wer schießt denn hier? Hallo? Hallo? Glaub's ja wohl, ey. Ja, ja, schieß du mal, das kriegst du schon hin. Ist ja wohl nicht normal hier. Kommt auf einmal aus dem Nichts so ein Ding an und schießt auf uns. Habe ich ja gar nicht gesehen. Blackboxes müssen wir noch sammeln. Deswegen gucke ich jetzt hier gerade mal auch so am Rand entlang. Da liegt schon mal eine. Sehr schwarz, diese Blackbox. Oder orange. Normal sind sie ja orange. Dann fahren wir mal hier hoch. In der Zwischenzeit kann ich hier weiter suchen. Dann können wir da auch noch eine Hilfsflotte, die direkt vor seinem Hafen liegt, abliefern. Das ist ja wohl ein Scherz. Gut für uns. Wir müssen nichts dafür abliefern, wirklich, weil es liegt direkt da. Wir müssen nur hinfahren, es einmal aufheben und ihm in die Hand drücken, aber es ist doch wohl lächerlich. Er bittet uns, ihm eine Hilfsflotte zu liefern und hat eine direkt vor der Nase liegen. Na gut, was erwarte ich eigentlich von einem Jorgensen? So, hier liegt nirgendwo was. Ich brauche doch nur noch ein paar von den Dingern, so 4, 5. Warum liegt denn hier nirgendwo was? Gehen wir mal einmal zur Flotte. Ja, gute Wahl. Gut, dass ich keine Meldung kriege, dass ein Schiff angegriffen wird. Das ist ja schon mal ganz klasse. Weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Früher gab es das mal.
Auch das kann ziemlich nervig werden, wenn ständig kommt, Schiff wird angegriffen, ihr Schiff ist unter Beschuss, Schiff wird angegriffen. Das ist dann extrem ätzend. Gar keine Frage, aber so ist es auch nicht viel besser. Wenn man dann auf einmal ein Schiff verliert und nicht mal weiß, dass es überhaupt angegriffen wurde. Mann, 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 müssen wir wieder mit Flotten um uns werfen? Einfach drauf, scheiß drauf. Einfach zerstören. Ja, ich weiß, dass da noch Magnetit liegt, das hätte ich gerne. So, das Graphen haben wir jetzt auch geholt. Liegt hier zufällig noch irgendwo eine Blackbox, die ich noch nicht gesehen habe? Nö, leider nicht. Das ist keine Warte, aber trotzdem nimmt das Ding irgendwie sehr langsam Schaden. Warum wurdest du jetzt nicht mitmarkiert? Na löst, zerstören. Ich weiß, unsere Zeit ist um eigentlich, aber ich hätte jetzt gerne doch langsam noch dieses Schiff zerstört und vielleicht auch noch das Türmchen. Dann haben wir hinten nämlich alles erobert. Einfach drauf. Einfach drauf. So, damit haben wir alles, was es hier gibt, eingesammelt. Und wir müssen mehr Hilfsflotten und Raketenbeschuss verwenden, so wie es aussieht. Denn hier liegt noch einer rum und da liegt noch mehr rum und wir können alles nicht einsammeln, weil wir sind schon voll. Gut, dann mache ich jetzt hier einen ganz kleinen Cut und tappe diesmal nicht raus. Dann geht es in der nächsten Folge nämlich wirklich hier weiter und wir fangen nicht von vorne an. Wir sehen uns hoffentlich, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich bin hier erstmal wieder raus. Bis dahin. Ciao, ciao.